Mach es dir doch nicht so einfach. Doch, mach es dir einfach. Guten Morgen. Ihr kennt diesen Spruch alle. Entweder ihr habt ihn selber oft gesagt oder ihr habt ihn oft gehört. Mach es dir doch nicht so einfach. Ja, aber warum denn eigentlich nicht? Warum soll man es sich nicht einfach machen? Die Antwort ist klar. Die Gesellschaft erwartet, dass das Leben schwer ist. Die Gesellschaft erwartet, dass man, wenn man etwas erreichen möchte, dass man hart dafür arbeiten muss. Und all das, wofür man nicht hart arbeitet, all das, wofür Leid in Kauf genommen werden muss oder all das, wo man sich überwinden muss, das wird wertgeschätzt. Nichts, was man einfach so bekommt oder was da ist, wird wirklich wertgeschätzt. Und das ist ziemlich perfide. Und wenn ihr euch da mal darüber Gedanken macht und tiefer geht und dazu soll dieses Video dienen, dann könnt ihr viel zufriedener leben, indem ihr euch es einfach macht. Und fangen wir mal an mit dem Begriff einfach. Mach es dir einfach. Das bedeutet, fokussiere auf deine Grundbedürfnisse, fokussiere auf die Sicherheit und fokussiere auf den Hunger. Und wenn du diese Grundbedürfnisse fokussierst und diese dir selber bereitgestellt hast und befriedigt hast, dann reicht das. Mach es dir einfach. Mach es dir nicht kompliziert. Erwarte nicht irgendwelche Dinge, die du nur deshalb erwartest, weil sie mit Glück assoziiert sind, wie ein Auto oder wie eine Beziehung oder einen besonderen Job oder irgendwie sowas. Die Dinge können alle schön sein, aber wenn man sie erwartet und wenn man darin Hoffnung verbirgt, dann ist die Erwartungshaltung als solche schon gefährlich. Weil egal ob Beziehung, Auto, Job, es kommt meist sowieso immer anders, als man denkt oder als man sich das vorgestellt hat. Und selbst wenn das genauso eintrifft, wie man sich das vorgestellt hat, so entstehen dann trotzdem neue Wünsche, die dann diese Zufriedenheit des eigentlich Gewünschten wieder mindern. Und das heißt, mach es dir einfach fokussieren auf die rudimentären Bedürfnisse. Das ist das Erste. Mach es dir einfach, indem du wirklich dich auf das beschränkst, was du tun kannst. Das heißt, wenn du Nachrichten schaust und dir das ein ungutes Gefühl gibt und Ängste auftauchen, wenn du Medienberichte schaust, wenn du YouTuber verfolgst, die dir wieder sagen, was alles gefährlich ist und was man, wo man sich schützen muss und wie wir betrogen und belogen werden und solche Dinge und du aber selber nicht aktivistisch tätig wirst, sondern nur vor deinem Rechner hängst und sagst, okay, dann lass es, mach's dir einfach, schau dir sowas nicht an, ne? Vielleicht bist du zum Aktivist geboren, vielleicht möchtest du aktivistisch tätig werden und möchtest in der Branche vielleicht arbeiten, möchtest Politiker werden, möchtest Aufklärer werden, möchtest das selber tun. Und dann, klar, dann mach das. Aber die meisten von uns möchten das nicht, da Engagement an den Tag legen, sondern die meisten möchten einfach, vom Rechner irgendwas gucken und schauen sich dann die Dinge an oder vom TV, wenn Menschen nach dem Fernseher haben und schauen sich Nachrichten an. Mach es dir einfach, lass die Dinge weg. Mach es dir einfach, lebe im Jetzt. Das, was vergangen ist, das ist vergangen. Das, was in der Zukunft ist, das ist in der Zukunft. Das, was jetzt ist, das ist, was du auch direkt beeinflussen kannst. Und das ist auch das, wo du lebst. Du lebst jetzt. Und wenn ich jetzt lebe, jetzt wirklich lebe, im Jetzt, dann lebe ich. Und wenn ich an das denke, was in der Vergangenheit liegt, oder mir Sorgen um die Zukunft mache, oder selbst Freude, was in der Zukunft liegt, dann ist das Leben, was hier gerade stattfindet, überhaupt nicht aktuell in deinem Bewusstsein. Und das ist schade. Mach es dir einfach. Lebe im Jetzt. Mach es dir einfach. Ist, wenn du Hunger hast. Wenn du immer isst, auch wenn du keinen Hunger hast, dann ist das häufig eine Kompensation von Gefühlen. Essen ist ganz häufig nicht unbedingt mit Hunger assoziiert, gerade hier in Deutschland. Und wenn du das tust,
wenn du trotzdem isst, obwohl du keinen Hunger hast, dann bekommst du Gewichtsprobleme, dann bekommst du Gesundheitsprobleme. Du deckst gewisse Probleme psychischer Natur ab, indem du sie einfach ja, überfrisst. Du setzt dich nicht mit ihnen auseinander. Wenn du nicht essen würdest, wenn du dich den negativen Gefühlen stellen würdest, hinterfragen würdest, daran arbeiten würdest oder vielleicht Dinge ändern würdest, indem du vielleicht mal rausgehst, spazieren gehst, an die frische Luft gehst und du merkst, vielleicht ist ein Problem, dass du gar nicht so oft in der Natur bist, wie das vielleicht für dich vorgesehen ist oder für den Menschen. Soll jeder für sich selber entscheiden. Ich bin der Meinung, dass wir zum Großteil draußen in der Natur sein sollten. Ja, also das ist ein wichtiges Ding, Essverhalten. Und sich wirklich einfach machen. Mach es dir einfach, iss, wenn du Hunger hast. Das ist eine ganz einfache Richtlinie, woran man sich halten kann. Dass man nicht einfach isst, weil jetzt 12 Uhr ist. Oder isst, weil jetzt alle anderen essen. Oder isst, weil ich mich nicht gut fühle. Oder isst, weil, keine Ahnung, was ich jetzt sonst machen soll. Also Langeweile. Mach es dir einfach, iss, wenn du Hunger hast. Und das sind so ein paar Grunddinge, die ich einfach mal loswerden wollte, auch nicht zu viel. Und sich einfach machen ist etwas äußerst Sinnvolles und äußerst Zufriedenheitsstiftendes. Allerdings sollte man das dogmenlos und demütig machen. Also die beiden Ds, Demut und dogmenlos. Das heißt, versucht jetzt nicht irgendwie eine Strategie in eurem Kopf zu pflanzen, wie ihr das jetzt umsetzen wollt oder sonst was, sondern mach es dir einfach. Mach es dir einfach und kratz dir am Sack, weil es gerade juckt. Mach es dir einfach. Schau in die Sonne, weil gerade so schönes Wetter ist. Mach es dir einfach. Alles Liebe. Bis morgen, euer Christian.